Guten Abend zu Report Mainz. Sie ahnen es, wir bleiben noch in der Welt der Krankenhäuser, aber die Patientenidylle der Sachsenklinik, die müssen wir hinter uns lassen, leider. In der Wirklichkeit deutscher Kliniken verursachen multiresistente Keime, also Keime, gegen die kaum noch ein Medikament hilft, enorme Probleme. Experten schätzen, dass bis zu 15.000 Menschen jedes Jahr in Deutschland sterben, weil sie sich infiziert haben in einem Krankenhaus. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, wir hören immer wieder davon, dass lebensbedrohliche Infektionen dort gar nicht erst erkannt werden. Liegt das daran, dass Patienten allzu oft zu schnell wieder entlassen werden, weil eine kürzere Liegezeit für die Klinik lukrativer ist als eine längere? Edgar Verheyen ist diesem Verdacht nachgegangen. Dass Peter Münster heute wieder einigermaßen laufen kann, gleicht geradezu einem Wunder. Er hatte sich zahlreiche Brüche unter anderem im Fuß zugezogen, war aber dann schon kurz nach der OP wieder aus der Klinik entlassen worden. Zu früh, sagt er. Nach der Entlassung hat sich das alles angefangen zu entzünden. Über 40 Grad Fieber, Schüttelfrost und mir ging es wirklich nicht besonders gut bei. Wie ging es dann weiter? Ich bin dann wieder nach Wetzlar ins Krankenhaus und da wurde dann das erste Mal ein Abstrich dann auch genommen, wurde untersucht. Und ja, und dann kam heraus, dass eine Verkeimung drin ist. Und als man seinen Fuß später dann mit Schrauben zu stabilisieren versucht, tritt erneut ein Keimproblem auf. Seine Leidensgeschichte geht über 2 Jahre. Wie viele Operationen hatten Sie bis heute? Nur am Fuß? 21. 21 jedes Mal mit Vollnarkose. Peter Münster hat sich deshalb einen Fachanwalt genommen, Burkhard Kirchhoff. Er hat sich auf das Thema spezialisiert. Bundesweit vertritt er viele Mandanten in ähnlicher Situation. Wir erleben immer wieder, dass Patienten aus den Kliniken entlassen werden in bedenklichem Zustand. Angefangen bei Patienten, die Fieber haben, die erkennbar infektiöse Geschehen haben, bis hin zu Patienten, die entlassen werden mit massiv eiternden Wunden. Wie auch in diesem Fall. Wir sind in einem Altenpflegeheim in der Nähe von Wetzlar. Betreuerin Helga Mage stellt uns eine behinderte Heimbewohnerin vor, Gretel Kroppach. Die 75-Jährige muss über eine Magensonde künstlich ernährt werden. Vor wenigen Wochen wird diese in einer nahegelegenen Klinik ausgetauscht. Die Patientin aber viel zu früh mit einer Keimbelastung entlassen. Sie war ganz teilnahmslos, sie hat auf nichts mehr reagiert, hat keine Augen mehr aufgemacht und lag da einfach apathisch und mit hochrotem Kopf und also es sah ganz schlimm aus. Und einige Stunden später teilt die Klinik dem Heim per Fax mit, Gretel Kroppach sei auch positiv auf einen multiresistenten Keim getestet worden. Es folgen Quarantänemaßnahmen. Ein Hausarzt übernimmt unter hohem Risiko den Job, den die Klinik hätte erbringen müssen. Insgesamt kann man sagen, eine Woche hat sie schwer um ihr Leben gekämpft. In Berlin bitten wir deshalb einen der führenden deutschen Hygienemediziner um eine Beurteilung des Falles, Professor Klaus-Dieter Zastrow. Für ihn ein Skandal, weil die Mitteilung zu spät erfolgte. Das ist also ein ganz klarer Gesetzesverstoß, wenn das Krankenhaus der Pflegeeinrichtung nicht mitteilt, dass diese Patientin einen MRSA hatte. Das müssen die vorher machen. Das müssen die vorher machen, damit sich die Zieleinrichtung darauf einrichten kann, darüber nachdenken kann, ob sie überhaupt in der Lage ist, den Patienten, der isoliert werden muss vielleicht, zu übernehmen, damit andere Patienten nicht gefährdet werden. Die Patienten wurden in Krankenhäusern der Lahn-Dill-Kliniken behandelt. Wir fragen schriftlich an, warum die Patienten so früh entlassen, warum die Keimprobleme nicht gesehen bzw. nicht ernst genommen wurden. Unsere Fragen bleiben aus Datenschutzgründen unbeantwortet. Warum werden Patienten zu früh im Fachjargon blutig mit Keimen entlassen? Das wollen wir vom zuständigen Verband der Deutschen Krankenhausgesellschaft wissen. Hauptgeschäftsführer Georg Baum. Blutige Entlassung findet nicht statt. Ich will nicht die Hand ins Feuer legen für Einzelfälle, für schwarze Schafe. Einzelfälle, schwarze Schafe? Nach Recherchen von Report Mainz lässt sich das Problem nicht darauf reduzieren. Namhafte Experten wie etwa Rechtsanwalt Burkhard Kirchhoff bestätigen das. Der Patient wird operiert und soll so schnell wie möglich wieder aus der Klinik entlassen werden. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass die Kliniken eben nicht so genau schauen, ob die frisch operierte Hüfte vielleicht ein Infektionsproblem aufweist. Die Mindestverweildauer liegt etwa so bei 6 Tagen. Und dann bekommt die Klinik dafür die entsprechende Summe X. Wenn der Patient jetzt
nicht 6 Tage, sondern 17 Tage bleibt, bekommt die Klinik die gleiche Summe. Das heißt also, das Bestreben, so früh wie möglich zu entlassen, ist groß. Aber die Klinik geht damit das Risiko ein, dass der Patient etwa mit einem Keim belastet das Haus verlässt und infolgedessen dann Schwierigkeiten auftreten. Das kann passieren. Das heißt, die Kliniken nehmen das billigend in Kauf. Sie nehmen das unter Umständen billigend in Kauf. Das beobachten auch Vertreter der Krankenkassen. Der rheinland-pfälzische AOK-Vorstandsvorsitzende Walter Bockemühl etwa sieht hinter dieser Entlassungspraxis sogar Methode. Das liegt daran, dass die Krankenhäuser erkennen, dass sie mit ihrer Hygiene ein Problem haben. Der Patient hat im Krankenhaus eine Keiminfektion bekommen und dann gehen Krankenhäuser her und versuchen dann, die damit zusammenhängenden Probleme möglichst in den ambulanten Bereich zu verschieben oder eben auch in Nachfolgekrankenhäuser. Und das hat Gründe, die zulasten von Patienten gehen. Laut AOK geht es ums Geld. Eine Keimbehandlung rechnet sich für ein Krankenhaus überhaupt nicht, weil das in unserem Gesundheitswesen natürlich nicht vorgesehen ist. Dabei wäre die Lösung ganz einfach, wie es bereits am evangelischen Krankenhaus in Ratingen praktiziert wird. Wegen des Keimproblems wird hier jeder Patient vor einer Aufnahme und nach der OP auf Keime untersucht. In dieser Klinik rechnet sich das. Also es kostet natürlich erstmal Geld, diesen Abstrich durchzuführen und die Laboruntersuchung machen zu lassen. Auf Dauer und insgesamt spart man aber letztendlich schon Geld, weil man sich viele Komplikationen erspart. Peter Münster ist sich sicher, dass er zu früh aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Deshalb will er jetzt Schadenersatz. 20 Operationen hätten seiner Meinung nach verhindert werden können. Es ist Zeit, dass die Kliniken ihr Verhalten überdenken. Wie verhält man sich am besten als Patient, wenn ein Krankenhausaufenthalt bevorsteht? Unter anderem darüber habe ich mit unserem Autor gesprochen, zu sehen unter www.reportmainz.de.